Eindruck. Jo, auf geht's. Diesmal offensichtlich, ich bin sehr irritiert. Eigentlich flackert ja diese Kamera immer. Also, ihr seht's nicht, weil ich vorher es umschalte. Er scheint sich das gemerkt zu haben mit dem 50 Hertz Flackerschutz. Ich bin begeistert. Ansonsten weiß ich jetzt, warum gestern, also ich muss kurze Story. Ich habe heute tagsüber so überlegt, das war ja gestern so scheiße, als ich die Motoren beklebt habe, hat man ja kaum was gesehen, weil der Tisch war halt so strahlend weiß, die Motoren dunkel und dann ist das Dunkle so abgesoffen. Ich habe überlegt und dann dachte ich heute, ja, der Tisch ist einfach so weiß, vielleicht solltest du den Tisch mal irgendwie vielleicht mit einer grauen Folie bekleben oder mit einem Holzimitat. Und dann fiel mir irgendwann ein, was ein Quatsch. Ich habe normalerweise mein Tablett hier. Und dieses Tablett ist ein guter Untergrund, weil er ist halt ein bisschen dunkler. Dann ist der Kontrast nicht so krass. Ich hätte nur beim Motorenbekleben das Tablet unter, also das Tablett, nicht das Tablet, das Tablett unterlegen müssen und alles wäre super gewesen. Gut, dann wollen wir mal loslegen ohne noch weiter heute, weil gestern war ja mehr so Einstieg in das ganze Gedöns. Wir legen heute so richtig los mit Gebaue. Dazu muss ich nicht nur die Ärmel hochkrempeln, sondern auch ein bisschen Platz schaffen, weil sonst habe ich keinen Platz zum Bauen. Also müssen die Sachen hier ein bisschen aus dem Weg. Ich habe hier noch die langen Achsen. Dann habe ich die normalen Achsen. Das passt auch wieder alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Den möchte ich auch noch hier haben. Ja, das passt auch nicht so richtig. Egal. Wir gucken einfach mal, wie das hier abgeht. So, wir sind, ja, Motoren. Ist eine Vorschau, wo ungefähr welcher Motor hinkommt, interessiert mich jetzt nicht. Ich teste, später beim Bau habe ich gesehen, werden die alle auch nochmal getestet. Also, keine Panik. Gut, wir fangen an mit dem Doppel-H. Ich nenne den Doppel-H. Oh, da habe ich was Interessantes gesehen. Der Held hat ja irgendwie, war das auch ein Mode King? Jedenfalls irgendein Drittanbieter Technik-Set. Und es gibt ja dieses, also nicht dieses Ding in Doppel-H, sondern nur einfach so als Rechteck. Ne? Und dann hat er gezeigt, dass die das so aus zwei Elementen zusammensetzen müssen, weil sie dieses Element hat sich Lego wohl schützen lassen. Und deswegen müssen sie das jetzt irgendwie in zwei Hälften liefern. Das fand ich auch spannend. So, jetzt kommen hier das Problem mit den Trillionen Achsen. Ich glaube, ich werde mal die längeren Achsen rausschmeißen. Und ein fettes Zahnrad. Und jetzt darf ich gleich mit viel Freuden ein Differential bauen. Also, das ist immer ein bisschen schwierig, weil hier ist dieses kleine Etwas, wo ein Zahnrad drauf liegen soll. Dann kommt von dieser Seite ein Zahnrad. Und von dieser Seite ein Zahnrad. Und das Ganze hat erst in dem Moment so richtig Stabilität, wenn die Achsen von der Seite kommen. Die sollte ich mir vielleicht schon mal bereitlegen. So. Und jetzt. So. Ich kann es leider nicht so halten, dass man von oben reingucken kann, weil dann besteht halt die Gefahr, dass mir alles entgegenfällt. So, und zack haben wir unser Differential. Gut, da kommen jetzt auch wieder diese grauen. Davon haben wir eine ganze Menge. Dann können die auch nicht mehr abfallen. Oh, Fünferachsen. Das ist der Moment, wo ich dann mich ärgere, dass ich das hier nicht ganz sehe. Aber 5. Und noch eine 5. Und wo hatte ich die hingelegt? Das ist aber sehr wackelig hier. Hübsche gelbe Achsstopper. Zack. Zack. Vielleicht sollte ich mir doch mal eine Funktastatur besorgen, die ich besser wegpacken kann. Obwohl, so viel macht das auch nicht. Das macht den Kohl auch nicht fett. So, jetzt 4. Oh. Paar zu viel.
Es ist jetzt auch wieder ein bisschen. Achso, ich sollte das Ding mal richtig rumhalten. 4. Bisschen seifig, die Pins beim Einstecken. Also nicht so knackig, wie ich das eigentlich gewohnt bin. Obwohl ich glaube, Kader war da, wo die Pins immer ein bisschen saftiger waren. Ich muss wieder aufpassen, es geht von oben nach unten und dann runter, runter, runter. Ne? Nicht, ich bin ja, kennt man ja von mir, rechts nach links, obwohl dann eine Linie eingezeichnet ist. Ah, die zwei Zweierliftarme. Ach, da sind die. Na gut, sie sind rot umrandet, also insofern, ich halte das schon wieder verkehrt rum. So. Und. Ja. Das ist jetzt sehr spannend, diese Aussage für Leute, die das in 100 Jahren hören. Gut, je nachdem, wann sie es in 100 Jahren hören. Wir haben heute, oder ich habe heute, den Weihnachtsbaum aufgestellt. Guck mal, ich habe nämlich doch schon den Schritt gemacht. Ich habe doch wieder erst da, dann da. Gut, jetzt sind wir also bei Schritt 9. Ich halte das richtig rum. Gut. Und meine Frau hat heute sogar schon die zwei Lichterketten reingedroppelt. Sie hat aber gesagt, da der nicht so groß ist, weil wir nicht so viel Platz für einen Weihnachtsbaum haben, hat sie nur zwei von den drei Lichterketten reingedengelt, die wir haben. Was insofern ganz gut ist, weil sie hat mal so drei gekauft auf einmal und hinterher stellte sich raus, dass eine davon blinkt. So, zum Glück nicht so penetrant. Und wenn eine von dreien blinkt, ist das eh nicht so krass. Aber wie gesagt, es war unbeabsichtigt. So, 5. Wo habe ich die kleinen Els? 2. 2. Und nochmal 2, 3 Achsen. So. Achso, jetzt muss ich unten auf das Gelbe gucken. Das bauen wir zweimal. Okay, das kriegen wir hin. Bauen wir parallel. Ach nee, ich brauche 4 von den Els. 4 Els. If then else. Gut, da kommt der. Dann kommt. Achso, die Achsen. Hatte ich die Achsen nicht auch schon? Ach, die habe ich in der Hand. So, dann kommt der Hochkant und dann kommt das andere L. Und das bauen wir jetzt nochmal andersrum. Und Achse. Und zack. Und L. Achso, ich brauche auch noch zwei Achsstopper, sehe ich gerade. Und diese Konstruktion kommt jetzt über die Achse und ein Achsstopper. Achso, das wird sich da wahrscheinlich gleich festhalten. Gut. Ja. Kommen jetzt noch mehr von denen. Ach so, kommt jetzt. Ah, jetzt kommt natürlich auch noch mehr. Haufenweise Dreierachsen. Na, gehst du da? Ja. Wir haben heute gab es wieder eine Premiere. Ich habe mit meinen beiden Söhnen Fortnite gespielt. Ja, das ist echt witzig. Wieso willst du nicht Tischkante? Ja, danke, Tischkante. Ja, war ganz witzig. Bin zwar dann mehr so in deren Wind. Oh, Namen-CT. In deren Windschatten mitgelaufen, aber es war lustig.
habe ich hier den in der Hand und weiß nicht, ob dafür irgendetwas wichtig war. Ja, ich habe ein bisschen hochgelevelt, einfach nur dadurch, dass ich da mitgelaufen bin und Sachen eingesammelt habe. Ich habe den Busfahrer zum 5. Mal gegrüßt. Fortnite-Spieler wissen, wovon ich rede, alle anderen, denkt euch nichts dabei. Man kann den Busfahrer grüßen. Und wenn man das eine gewisse Anzahl gemacht hat, dann ja, kriegt man dafür wieder XP und für XP, also Experience Points, kriegt man wieder, ja, levelt man hoch. So, noch mehr von den Dreierachsen. Ich hätte nicht alle Achsen hier reinwerfen sollen. Es ist einfach zu viel. So, und das dachte ich mir schon, dass da eine Achse reinkommt, weil, ja, sieht halt so aus. So. Und Mü 7. Dunkelgrau 7. Gucke ich jetzt von der richtigen Seite? Jetzt gucke ich von der richtigen Seite. So. Und zack. Alles dreht sich, alles bewegt sich. So, jetzt bauen wir etwas sehr Längliches. Da brauche ich jetzt mal wieder meine. Ich brauche nämlich zwei 15er. 15? 15. Ich brauche so eine. Was ist das für eine Farbe? Habe ich noch nie eine Achse in der Farbe gesehen. Gut, egal. Wir haben die Achse. Wir brauchen einen davon. Ein davon und 5 Pins. Und das ist Quattro Cinco. Und dann müssen wir jetzt genau aufpassen. Also, das ist leider etwas schwer zu erkennen, weil das sehr pixelig ist. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Erstmal muss ich wieder eine Seite runterblättern. Und dann muss ich ein bisschen zoomen. Okay. Also, ein leer lassen, ein, zwei leer lassen, zwei von der anderen Seite, ohne leer lassen. Und eins, das ist echt nur Pixelbrei, aber gut, sonst wäre die Anleitung zu groß. Eins, zwei, drei, vier, würde ich mal so behaupten. Ich behaupte mal, dass es vier sind. Jetzt kommt von hier diese Achse da durch. Und du kommst da dran und du kommst da dran. Gut, und back to Vollbildmodus. Und diese ganze Konstruktion. Okay. Ja, haben wir als Kontrolle. Genau, da. Okay, dann habe ich das mit den Pins richtig abgeschätzt, sonst würde es nicht hinkommen. Gut. Was nü? Viererachse. Bist du eine? Du bist eine Viererachse. Zwei, zwei, zwei. Aua. Tischplatte ist mein Freund. Ach, abglitscht. Und der soll nach oben gerichtet sein. Und diese Konstruktion kommt jetzt hier. Ups. Ach, Achse, du sollst dich nicht wieder rausdrücken. So. Okay, das bauen wir wahrscheinlich irgendwann symmetrisch nochmal auf der anderen Seite weiter. Aber jetzt bauen wir erstmal was ganz anderes. Und zwar brauchen wir eine 13er, einen 13er Liftarm, eine 4er Achse mit Stopp, eine 3er Achse mit Stopp. Eine 3er, eine 4er. Ein Achspin,
Ein, wo habe ich den hingetan? Eine Anhängerkupplung. Ein Achsstopper. So ein. Genau. Ah ne, zwei Stück davon. Zwei. Dich habe ich, dich habe ich, dich habe ich. Eine Zweierachse. Einen grauen Pin ohne Reibung. Und zwei halbe Liftarme und ein Zweierliftarm. Gott, was für eine Zusammenstellung. Gut, wir fangen an. Kreuzpin, Achse. Zweierpin. Frictionless Pin. Ich habe was vergessen. Der hier. Den habe ich nicht vergessen. Aha. Das ist knifflig. Das ist echt knifflig, Leute. Ja. Okay. Das, Leute, war eine saublöde Idee. Das machen wir anders. Vorausgesetzt, ich kriege den Axtpin da wieder raus. Machen wir das nämlich so. Also. Achspin kommt hier rein, wird richtig hingedreht, notfalls mit fremder Hilfe, und dann wird das Ganze hier angebaut. Seht ihr? Viel, viel einfacher. Gut, die Dreierachse kriegt den Achsstopper. Schwer, aber das ist gut. Achsstopper können gar nicht schwer genug gehen. Und der kommt, das ist kaum zu erkennen, dahin. Und dann werden zwei freigelassen, dann kommt er dahin. Und du kommst dahin. Das wird irgendwas Lenkiges. Guten Abend, Andi. Moinsen. So, das, was ich bisher gebaut habe, drehe ich um 180 Grad. Aha. Und die Viererachse geht hier durch und geht dadurch. Ja gut, ich hatte ja gesagt, dass eine Achse nicht lenkbar ist und viele Achsen lenkbar sind bei dem Fahrzeug. So, jetzt sagt er mir, nimm die neuner Achse. Das ist jene hier. Nein, das ist eine achte Achse. Nimm die neuner Achse, sagt er in der Anleitung. Guck sie kurz an und ersetze sie durch eine neuner Carbonachse. Das ist keine 9er Carbonachse. Oder habe ich. Das sind 10er. Habe ich denn eine 9er Carbonachse hier? Da ist sie doch. Ne? Also. Das finde ich halt interessant, dass sie die nicht ersetzen, sondern dass sie sagen, es liegen beide bei. Und dann sagen sie, nimm die 9er Achse, vergiss sie und nimm stattdessen die 9er Carbonachse. Weil sie sagen, hier werden Kräfte über eine lange Distanz übertragen. Oh, die ist aber, da hält der Connector nicht so gut. Der Grund ist klar, wir übertragen hier eine Kraft über, achso, ich soll wieder umdrehen das Ganze. Wir übertragen hier eine Drehbewegung einmal über die gesamte Fahrzeuglänge. Ich weiß nicht, ob die hinten in der Mitte sitzt, aber irgendwie bis zum Motor. Ne? Weil wir haben ja noch einen 8-Zylinder-V-Motor zu bauen und der soll sich ja drehen und diese Drehbewegung wird halt einmal durch, ich sag mal, durch das halbe Fahrzeug transportiert. So, jetzt bauen wir, ich lege das mal dahin, wir bauen jetzt, glaube ich, ungefähr dasselbe nochmal wie eben.
aber wir bauen es ein bisschen anders. Bounce. Bounce. Bounce klingt auch nicht schlecht. Bounce, Bounce, Bounce. Brooklyn Bounce war mal eine Progressive House Combo, um es so zu nennen. Ich hatte eine Zeit lang, gab es, ich glaube von Contour Records, gab es Progressive Attack. Das war so ein Sampler mit Progressive House Musik. Den habe ich mir, also so wie andere Bravo X plus N gekauft haben, habe ich Progressive Attack über mehrere Ausgaben gekauft. Und da gab es, wie gesagt, oh, ich dachte, das wäre jetzt wieder sowas Exotisches und Altes. Ja. Brooklyn Bounce waren aber, glaube ich, von der war, glaube ich, so ein deutscher Act, Brooklyn Bounce. So, das sieht gut aus. So, jetzt kommt der andere 15er. Der kriegt einen Axe-Pin, warum auch immer er einen Axe-Pin bekommt. Und das Ganze wird... Ach so, damit... Aha, der kriegt den Axe-Pin, damit... Wo habe ich den jetzt wieder hingetan? Da. Der kriegt einen Axe-Pin. Dann kriegt er auf der anderen Seite nämlich auch einen Axe-Pin. Und schon haben wir wieder eine Querverbindung, weil wir jetzt... Oh, ich sollte die noch... Richtige Seite, so wichtig. Und jetzt bauen wir nämlich... Oh, das wird schwierig. Also, es müssen jetzt hier hinten die beiden Pins, diese Achse und dieser Pin, mehr oder weniger gleichzeitig. So. Das war schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, das wird irgendwie Lenkung. Das wird hier irgendwann nochmal fixiert, hoffe ich. Ach, guck mal, den habe ich vergessen. Sprach von fixieren und dann fiel mir auf, was ich vergessen habe. Ein Vierer mit. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Wir drehen die ganze Chose nämlich wieder. Und jetzt kommt. Nein, hier kommt. Genau, hier kommt die Achse durch. Und wenig überraschend, weil symmetrisch, kommt hier eine Anhängerkupplung. Sonst noch was? Nee, das war's. Ah, 7er Achse wird ersetzt. Ist das eine 7er? Ach, geh mal aus dem Weg. Ja, das ist eine 7er Achse. Dafür könnte ich eigentlich eine andere Achse wegpacken, aber habe ich da jetzt Bock zu? Nee. Oder? Bist du? Du bist 7er Achse. Gut. 7er Carbon Achse, 3er Achse normal und 2 Konnektoren. Weil es muss halt weitergehen hier auf unserer Strecke. Ne? Gut. Jetzt bauen wir den anderen. Und diesmal machen wir es gleich anders. Nicht so wie in der Anleitung. Das war mir zu doof. So. Da kommst du und da kommst du und das ist der falsche und da kommt der Axe-Pin nämlich hier rein. Und dann kommt das Ganze da rein. Viel, viel einfacher. So, Dreierachse. Nee, das ist keine Dreierachse mit Stopp. Da ist sie. Richtig rumhalten. Und Achsstopper drauf. Und dann kommt die ganze Chose hier von unten ran und schon haben wir Symmetrie hergestellt. Ui,
13er Liftarm. Sind das 13? Tatsache, das sind 13 und ein von den 30 Zahnstangen. Wir drehen wieder um. Oh oh. Oh oh. Hä? Das ist. Ich hab ihn gesehen. Ich hab den Dreier mit Stopp gesehen. Und dann habe ich aber wohl irgendwie doch die andere Dreierachse gegriffen ohne Stopp. Kein Wunder, dass mir das um die Ohren fliegt. So. Jetzt aber. So, hier kommt der 13er Liftarm drauf. Und stabilisiert das Ganze. So. Und der Zahnachsenherr kommt hier drauf. Ne? Und schon haben wir unser Parallelogramm, das wir so lieben. Weil Winkel. Und ich vermute mal, reine Spekulation, hier haben wir jetzt ein Parallelogramm 1, 2, 3, 4, 5. Also der Abstand zwischen der Lenkachse und der Zahnstange ist 5. Und ich vermute mal, an der anderen Stelle ist er nur 3, damit wir unterschiedlich starke Lenkeinschläge haben. Just an idea. So, was soll ich jetzt machen? Zwei schwarze Viererachsen. Eine schwarze Viererachse. Nee. Moment, wir müssen das mal anders machen, weil so wie ich das hier liegen habe, mal sehen, ob das besser ist. Ja, gut. Ja, doch, dann, ne, habe ich jetzt hier, kann ich nochmal checken, 4, genau, das war die Idee. Ich muss zwar immer noch Sachen zur Seite nehmen, aber weniger. Und 4 von diesen hier, weil es kommt jetzt jeweils so ein paar. Der eine kommt hier hin. Nee, dahin. Also hier kommt einer hin und hier kommt einer hin. Ich bin jetzt gerade etwas skeptisch. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen skeptisch. Doch, das muss auch nicht so sein. Ah, okay, das sieht schon besser aus als. Aha, die sollen nämlich doch beide in die Richtung. Bin beruhigt. So, schwarzes Zahnrad. 4 von den Konnektoren. 2 Fünferachsen. Du bist eine Fünferachse, dann bist du auch eine Fünferachse. Und 2 von den ganz kurzen roten Achsen. Mit den roten kurzen Achsen verbinden wir jeweils 2 Konnektoren. Wo sind die? Da in der Hand. Da kommt so eine Fünferachse drauf. Das machen wir nochmal. Und jetzt wird es gleich wichtig, dass der Lenkeinschlag, der Zahnradwinkel richtig ist. Also, das soll so sein. Das Zahn. Haben wir lange nicht mehr.
Hallo? Spielst du mit? Du spielst mit. Brick Tracker. Lego. Nur echtes Lego? Irgendwie. Ja. Bin ich da ja so ein bisschen skeptisch geworden. So, ich muss jetzt hier mich konzentrieren, weil das muss jetzt alles genau hinkommen. Also, das sieht gut aus. So. Genau. Sehr schön. Genau. Pluszeichen. Ist so. Ja, ich habe im Moment, also ich persönlich habe im Moment kein Set von Lego. Dass ich in letzter Zeit so viel echtes Lego gekauft habe, kann ich ja ganz dezent meiner Frau in die Schuhe schieben. Ich bin schon wieder bei was anderem schwach geworden, aber darüber reden wir zu einem anderen Zeitpunkt. So, 11. Zwei davon. Vier schwarze Pins. Zack, noch ein. Jeweils ein schwarzer Pin ans Ende. Und klack. Jetzt muss ich erstmal das so hinlegen wie in der Anleitung und das kommt. Moment. Warum kommt das hier nicht hin? Shit. Also. Ach, weil die Achse nicht weit genug. Oh. Fuke. So, nee, das müssen wir nochmal machen. Du klappst mal kurz weg. Ich habe den gar nicht weit genug draufgeschoben, die ganze Geschichte. So sind wir hier noch. Ah, wir können das auch so machen. Also. So, so, so. Jetzt ist das Pluszeichen so. Das ist alles im rechten Winkel. Und der sorgt jetzt dafür, dass die nicht mehr nach da abhauen können. Gut, das war seine Aufgabe. Oh, das heißt, wir legen das Ganze hier jetzt ein Stück zur Seite und bauen. Irgendwas, wo viele Achsen rauskommen. Ah, ich sehe, das ist schon hier. Stützfüße. Nicht Schwitzfüße, Stützfüße. Okay, auf geht's. Schön, dass es ein bisschen, dass wir jetzt nicht stumpf stundenlang immer dasselbe bauen. Es wird sich eh noch genug wiederholen. Sondern jetzt bauen wir erstmal etwas, was ein bisschen anders ist als die anderen. Achso, das sind die. Okay, da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin, aber zur anderen Seite kommt keiner hin. Okay. 13. Einer von denen. Schwarz, blau. 1, 2, 3. Pin. Leer lassen. Pin. Dreierachse. Ja, es wird ja schon weniger mit den Achsen. Und warte mal. So, und das soll dann in den Pinkopf. Pinhead. Kingpin. Ne?
demnächst. Soll ja Dings da hier. Ach nee, Moment, ich muss da oben hingucken. Echo. Januar. Marvel-Serie. Der Kleine so, oh, ich würde die ja so gerne gucken. Er weiß, dass die ab 16 ist. More. Das ist eine graue Viererachse. Viererachsen sind doch eigentlich grau. Warum macht ihr die jetzt? Tja. Haben sie gesagt, bei uns gibt es Viererachsen in grau und schwarz. Damit es nicht so eintönig ist. Upp. Ein kleiner grauer Winkel. Das ist hier schon wieder alles so dermaßen unsymmetrisch. Das macht mich schon wieder ganz nervös. Okay. Schon wieder zwei davon. Achso. Ah, jetzt scheint es doch. Achso, nee, alles klar. Ich dachte nämlich, es wird doch symmetrisch, aber es wird nicht so richtig symmetrisch, weil jetzt kommt die beiden. Und da kommt. Ich benutze den als Abstandshalter und da kommt der drauf und das Ganze kommt dahin. Also wenn man genau guckt, dann sieht man so eine gewisse Symmetrie zwischen diesem und diesem. So ein bisschen. Mit viel Fantasie. Achso, das, was wir hier gebaut haben. Und das hier wird jetzt. Leute, wie soll das gehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe die zu weit nach innen gebaut. Ich habe die zu weit nach innen gebaut. Die müssen viel weiter nach außen. So. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Okay, also, wir brauchen 2 davon. Ein davon. Ein schwarzes Zahnrad. Eine Dreierachse, eine, Fünferachse, Kontrolle, eine Fünfer, eine Dreier, ein Zahnrad, ein dies, ein zwei das. Und jetzt bauen wir erstmal etwas Kleines, Kompaktes. Da, Dreierachse, dann da drauf, dann die Fünferachse da durch. Zahnrad. Das Ganze muss dann wieder eine Liftarmbreite überstehen und dann kommt das Ganze daran. 7er Liftarm. Ich bin mir da nicht so einig mit der Farbe. Ich habe die in hell und in dunkel und wenn ich oben auf die Teilevorschau gucke, würde ich sagen, hell. Aber wenn ich im gebauten Zustand gucke, würde ich sagen, dunkel. Ist ja nicht wichtig, ist ja in dem. So, und der kommt hier. Oh. Ah, das hat noch keinen Zusammenhalt, das Ganze. Das kriegt irgendwie muss da noch, irgendwo muss da noch mal ein bisschen Halt reinkommen. Gut, wir sind da, es geht da weiter. Es kommt noch ein blauer Dreierpin und ein Dreierliftarm. Also, es geht darum, hier ist halt ein 7er Liftarm in dunkelgrau und ich habe aber auch einen in hellgrau. Ne? Und in der Anleitung
Man gebe mir einen Zoom. Achso, da ist doch der Zoom. Zoom? So. Achso, kann ich euch auch nochmal groß zeigen. Ne? Und hier ist halt der Liftarm hier. Sehr hell. Und hier im eingebauten Zustand ist er sehr dunkel. Ne? Also hell, dunkel. Und es ist dieser gemeint, weil er ist rot umrandet. Also gehe ich mal davon aus, die Teilevorschau ist falsch, weil hier unten ist er immer noch dunkel. Und dann baue ich. Allerdings, wenn ich jetzt ihn vergleiche mit dem Dreierliftarm, dann ist der genauso dunkel. Und der ist. Hä? Ich habe aber keinen dunklen Dreierliftarm. Oder habe ich einen dunklen Dreierliftarm? Nee, habe ich nicht. Also es ist alles sehr seltsam. Als wenn sie sich nicht entscheiden konnten, hell oder dunkel. Also wie gesagt, ich habe einen dunklen Siebener, aber ich habe keinen. Ne? Und hier, wenn ich sie aufeinander gebaut sehe, dann müsste ich eigentlich einen dunklen Dreierliftarm benutzen. Den habe ich aber nicht. Das ist nicht dramatisch, aber ich frage mich jetzt, nehme ich den dunklen wieder raus und mache alles in hell? Weil wie gesagt, hier sehen sie jetzt beide dunkel aus. Ach, ist völlig unwichtig, weil die Sachen nachher sowieso innen drin sind. Aber hier ist es eindeutig, dass sie beide dunkel sind. Sie sind beide dunkel. Und hier würde ich sagen, da ist er hell, da ist er dunkel. Da ist er hell, da ist er dunkel. Wo kommt denn vielleicht der Dunkle nochmal? Da ist wieder ein hell, der auch wirklich hell aussieht. Hey. Das sieht wieder dunkel aus. Ach Leute, leck mich doch am Arsch. Ob das jetzt hell, dunkel, dies, das, Ananas. Achso, ich blätter zu weit. Wo bin ich denn? Da bin ich nicht. Bin ich hier? Nein. Hier bin ich. Gut. Ich guck nochmal, ob ich einen dunkelgrauen Dreierliftarm habe. Nein, ich habe keinen dunkelgrauen. Ich habe einen dunkelgrauen T. Aber da soll ja garantiert kein T hin. Gut, dies, das, das. Das heißt, es geht hier weiter. Wir legen das erstmal aus der Hand. Weil jetzt wird es spaßig. Wir brauchen ein großes L. Zwei blaue Dreierpins. Ein schwarzes Zahnrad. Ein grauen Achsstopper. Ein, habe ich keinen Namen für. Und eine Achterachse. Du bist du? Du bist eine Achterachse. So, ach nee, es ist doch ein kleines L. Was rede ich denn? Kleines L. Pin von dort. Nein. Man muss ihn auch richtig rumhalten. So. So. Achse mit Achsstopper und kann mir einer mal sagen, wo ungefähr der Achsstopper und wo ungefähr das Zahnrad hin sollen? Nee, ne? Wäre zu viel verlangt. Und diese. Achso, nee, doch. Wird mir ungefähr verraten. So. So lange hatte ich keine Probleme. So lange nicht. Das stört.
Ist dann einmal kurz im Behring, hat einmal so, pup, ist kurz aufgeblitzt und von da an war der Ton wieder da. Ja, ich weiß, dass ich brumme. Ich habe einen Knopf im Ohr, damit ich das höre, dass ich brumme, ne? Ist ja nicht immer jemand da. Deswegen muss ich mich, wie sagt man so schön, in ihr monitoren. So, also das kommt dahin. Und diese Konstruktion kommt. Ah, der kommt da drauf. Ah, okay. Okay, okay. Okay, da dreht sich nachher was, da dreht sich nachher was, da dreht sich nachher was. Jetzt brauche ich eine Zehnerachse. Haben wir. Schwarzes Zahnrad. Kommt anscheinend so ungefähr in die Mitte. Kriegt aber noch einen Achsstopper. Geht dann da drauf. Jetzt die Frage, wie weit soll die Achse auf der anderen Seite rausgucken? Ich tippe einfach mal so wieder so eine Liftarmstärke. Das würde Sinn ergeben. Es kommt ein 13er Liftarm. Und Moment. Genau. Ein Pin, zwei Pin, drei Pin. Schön. Jetzt haben wir hier sehr viel. Da fehlt aber noch ein schwarzer Pin. Okay. Also, achso, ich sollte vielleicht mal so langsam wieder umschalten auf die. Damit man sieht, was ich hier baue. Also hier sind jetzt drei Achsen. Jede Achse hat ihr eigenes Zahnrad. Sie sind noch nicht miteinander irgendwie verbunden. Es sieht alles sehr spannend aus. Ich glaube, die Achse, ach genau, die sollte noch ein Stück weiter nach innen. So, eine 6er Achse, bist du eine 6er Achse, bist du 6er Achse, Achspin, Connector Pin mit Stopp, du kommst mal aus dem Weg. Ach, dieser komische gewinkelte, den hatte ich hier auch schon. Einen von diesen und zwei von jenen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt muss ich erstmal das Gelbe da unten. Also. Okay. Das sieht. Ich halte es mal lieber so rum. 1, 2, 3. So. Das kommt wenig überraschend, weil symmetrisch der. Jetzt kommt dieses komische Dingskirchen. Der. Interessante Konstruktion. Warum auch immer. Und. Achso, jetzt. Ja, ich habe den gelben Kasten gemacht. Und jetzt nehme ich diese Konstruktion und schiebe sie irgendwie hier so drauf. Und auf die Pins. Ja. Und jetzt kommen nämlich drei gleichfarbige. Ja, und die sehen jetzt wirklich wieder heller aus als der. Achso, ich bin jetzt. Moment. Das berühmte Rotationssymbol habe ich fast wieder übersehen. Okay, egal. Drei Stück. Eins. Zwei. Ich muss sagen, der sieht auch dunkler aus. Vielleicht hätte ich da auch, habe ich überhaupt noch, vielleicht hätte ich da auch einen dunklen nehmen müssen. Aber der sieht auch dunkel aus. Und ich habe gar nicht so viel. Es ist mir jetzt scheißegal, echt.
Ihr mit eurem hellgrau, dunkelgrau. Ah ne, das machen wir andersrum. Weil sonst habe ich wieder die Probleme mit den Pluszeichen. Die Achspins kommen erst da rein. Warte mal, den Schlitz bitte. Nee, ihr sollt beide den. Ich muss es aus der Hand legen. So. Kann ich die nämlich so ein bisschen schräg stellen und reinhebeln. Das hätte ich bei dem natürlich auch richtig machen müssen, damit es funktioniert. Ich versuche es jetzt mal. Ohne den Trick. Ah, geht auch. So, jetzt bin ich bei 48, habe ich hinter mir. Jetzt kommen diese hübschen. Ich mag die Farbe nicht. Achso, die sollen nicht ganz durchgedrückt werden. Noch nicht, sage ich mal. Kommt vielleicht noch. Gelbe Dreier. Und jetzt muss ich erstmal wieder. Ich bin hier, ne? Genau. Ach so, ja. Und blau kommt hier unten. Dann kommen die so da drauf. So. Und du kommst auf die Achse. Oh, große Zahnräder. Wir drehen das Ganze um. Es kommt hier ein großes Zahnrad drauf und es kommt hier ein großes Zahnrad drauf. Zwei von diesen ganz komischen Zitronenpuddingfarbenen. Mit jeweils. Oh, hallo Tessie. Dir auch. Frohes Fest. Paar ruhige Tage, ja, kann ich gebrauchen. Ich habe irgendwie nicht mehr so richtig Bock auf Arbeit. Aber da ich wieder allen anderen Urlaub gegeben habe, muss ich halt selber arbeiten. Bis Ultimo. Also mit Ultimo ist jetzt Freitag gemeint. Nicht irgendwie. 9 in Schwarz. Achso, schwarze Teile habe ich hier. Habe ich hier 9er in Schwarz? Habe ich. Okay. Das ist interessant. Also wir haben jetzt hier Zahnräder. No. Die großen Zahnräder übertragen das über die beiden kleineren Zahnräder. Aber die sind jetzt gegenläufig. Ah, natürlich sind sie gegenläufig. Ich habe ja die. Es geht ja um diese Beine, die zur Seite ausfahren. Und natürlich, wenn sich hier nachher eine Achse dreht, soll sich das eine Zahnrad in die und das andere Zahnrad in die Richtung bewegen, damit die Beine nach außen fahren. Pfiff ich. Ja, genau, hier hätten wir dann. Oh, das bauen wir jetzt zweimal. Achso, wir fangen aber nicht mit denen an. Wir fangen damit an. So, interessant ist für die, die müssen absolut symmetrisch sein, sonst könnte ich sie ja nicht gleichzeitig bauen. Obwohl sie für gegenüberliegende Seiten sind. So. Da kommt jeweils. Nicht richtig unterwegs. Achso, ja, klar. Kann ja nicht, wenn ich den Pin habe, kann ich ja nicht. Kann der ja nicht richtig sein. So, dann. Okay. Moment. So.
eine Dreierachse. Den habe ich. Nee, doch. Nein, doch. Oh. Ich dachte, ich hätte ihn 90 Grad verdreht eingesetzt. Habe ich nicht. Und auch eine Achse. Aktuatoren. Wo habe ich die? Nach unten. Jeweils. Und wieder ein von euch. Wieder ein. Und oben jeweils ein schwarzes Zahnrad. Und wo habe ich die? Hier habe ich sie. Die kommen jeweils unten. Na. Zack. Hallo Tischkante, Platte. Bisschen. Versuchen wir ein bisschen schneller hier zu. Hallo? Gut, dann haben wir jetzt du. Da kommen jetzt blaue Achsen. Nee, so viele nun auch nicht. Zack. Zack. Nee, vergriffen. Das baue ich jetzt einmal kurz zu Ende. Ah ne, der soll nach unten. Eine sehr kryptische Konstruktion. Sehr, sehr kryptisch. Du sollst nach da, du sollst nach unten und du sollst da durchgehen. So. Blätter. Okay. Das. Ach so, ja, wir wollen diesen komischen, so eine Diagonale hinkriegen. Ach so. Achse. Ah, ja, alles klar. Verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Ich bin im Film. Dahin und dahin und dahin und dahin. Das machen wir jetzt erstmal auch. Auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. Ich bin ja so stolz, dass ich diesmal gleich gesehen habe, dass dann zweimal steht. Das ist hier aber auch deutlich besser zu sehen als neulich in der Lego-Anleitung. Da habe ich das ja überhaupt nicht gesehen, dass da die, dass da eine zweimal stand. Weil das in so einem ausgeblasten Bereich stand. Meine ich jedenfalls. So, jetzt haben wir hier, das sind jeweils die Stützfüße, die ja auch noch ausfahren können. Also das muss man sich mal vorstellen, der kann, die können ausfahren, die Beine, und nach unten fahren, die Beine. Gut, jetzt kommt also. Ach, da dran. Was ist das für eine Konstruktion? Also wir nehmen. Ich bin mir noch nicht so ganz klar, aber das ist ja oft der Fall, wie das nachher funktionieren soll. Die sind übereinander. Warum sehen sie auf der. Na gut. Haben sie sich wahrscheinlich einfach gesagt, nehmen wir zwei Zahnstangen, sieht schick aus, sind schön stabil. Hätte man vielleicht auch Liftarme nehmen können, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall
Achso. Weil natürlich braucht man die Zähne zum Ausfahren, aber man braucht sie, also dass das jetzt zwei übereinander sind. So. Achso. Seht ihr, ich gucke wieder links, rechts, dies, das. So, in den oberen kommt eine rote Zweierachse. Und da kommt jeweils so eine Tischplatte. Tischplatte. Da soll ein schwarzer Pin hinein. Hier soll ein Aufglitsch. Ach, guck mal, hier habe ich noch was vergessen. Du kriegst noch so ein. Weil da kommt auch ein schwarzer Pin rein und da kommt auch ein schwarzer Pin rein. Und da. Aha, so. Jetzt haben wir zwei gleiche Ausleger. So, einer von den beiden kommt weg. Ach nee, das sind schon. Oh, hier. Oh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hier werden beide gleichzeitig eingebaut. Das ist natürlich wieder challenging. So, ich habe hier die Seite, zeigt nach da. Ja, seht ihr? Told you so. Suddenly a wild Armin appears. Okay. Was für ein Klotz. So, das Ganze kommt. Das kann ich gar nicht zur Seite legen, weil dann fällt es wieder halb auseinander. Na gut, die werden schon wissen, was sie tun. So. Zehnerachsen, Zehnerachsen. Halbe Liftarme, halbe Liftarme. So, hier ist es auch wieder. Das soll jetzt wohl ein dunkelgrauer Siebener sein. Ich habe auch noch einen dunkelgrauen Siebener. Alles gut. Pin. So, von oben nach unten bauen, nicht von links nach rechts. Da kommt ein Achsstopper drauf. Der wird draufgeschoben bis zum Achsstopper. Dann kommt von unten ein Noppenpin. Spannend. Dann kommt hier ein Zweierliftarm. Da kommt ein Dreierpin. 71. Genau, da bin ich. Ein Fünfer in hellgrau. Ein Dreierpin. Ah, das T. Ein Achsstopper. Und so einer. Ein Fünfer. Keinen Schimmer, was ich hier baue. Aber das finde ich immer am faszinierendsten. So. Dann kommt wieder ein Zweierliftarm. Hier kommt wieder so ein Noppenpin. Okay. Achso, jetzt kommt. Seht ihr? Und jetzt fehlt mir der dunkle Liftarm. Weil das hätte hier doch ein heller sein müssen. Die haben mich nach Strich und Faden verarscht. Aber mit mir können sie es ja machen.
Das heißt, ich hätte auf die Farbe des Vorschaubildes gucken müssen und auf nichts anderes. So, wie hatte ich gesagt? Gut, hätten wir das auch geklärt. Hier kommen aber noch, wie auf der gegenüberliegenden Seite. Also es ist auch hier, es ist schon eine gewisse Symmetrie, ist da. Ich hasse es. Pins. So. Widerspenstig sind. Der widerspenstigen Zähmung. Shakespeare? Shakespeare, ne? So. Also wenn wir uns das hier so angucken, dann ist es so halbwegs symmetrisch. Muss nochmal die Tischplatte zum Einsatz kommen. Ah ne, wenn ich... Ups, wenn ich da drücke, kommt es auf der Seite ein bisschen, steht es da ein bisschen über. So. Jetzt habe ich ja hier meine tolle Konstruktion. Ich verstehe nicht ganz, was er von mir will. Ah, hier steht ein Pin. Also, nee, das ist nicht direkt ein Pin. Das ist dieses andere Ding. Ernsthaft? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. So, jetzt habe ich es da, wo ich es haben wollte. So, jetzt muss ich aber das mal ein bisschen anheben, weil nur im angehobenen Zustand kann ich die hier wirklich komplett an den Anschlag bringen. Und jetzt soll der da, und dann muss aber der... Faszinierend. Was will er mir jetzt sagen? Ja, wenn ich hier drehe. Ja. Es ist, wie ich gedacht habe. Ich glaube, an denen muss man von Hand drehen. Ich glaube nicht, dass das motorisch ist. Also hier muss man, glaube ich, von Hand drehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sollen da noch Achsen nach außen gehen. Wahrscheinlich kurbelt man die Beine von Hand runter, die Stützfüße. Aber dieser Mechanismus ist schon mal ganz fesch. So, und was mache ich jetzt mit dem ganzen Spaß? Ich nehme diesen Teil hier. Nehme diesen Teil hier. Und schiebe ihn. Okay. Also hier sind Pins. Nee, Leute, so kommen wir nicht ins Geschäft. Nochmal wieder ab. Weil wir haben hier immer noch die Lenkthematik. Und wir haben immer noch das Ziel, dass diese Achse, ne, dass man von oben auf die Achse drauf guckt und hier alles im Lot ist. Das sieht gut aus. Gott, was für ein Wahnsinn. Das heißt, wenn ich, man gebe mir eine Achse. Da stimmt was nicht. Diese Achse muss, die stand da über,
Aber die darf da gar nicht überstehen. Aha, ja. So. Ja, du sagst es, Tessie. Technik, die begeistert. Und das Geile ist eben, nachher geht das alles motorisch. Also wie gesagt, die Füße nach unten fahren, muss man, glaube ich, hier von Hand. Das kriegen die, glaube ich, nicht mehr hin. Aber das Ausfahren, das geht elektrisch. Jetzt drehen wir die ganze Chose um. Und jetzt... Die warten hier noch darauf, reingedengelt zu werden. Okay, jetzt kommt ein Motor ins Spiel. Aber in Anbetracht der vorgerückten Stunde, es ist ja eigentlich nicht mehr viel an Teilen. Aber wenn ich hier gucke, warte mal, lass mich mal gucken, es ist nicht ganz trivial. Nee, das hat keinen Zweck mehr. Sind hier 1.13 auf der Uhr. Ja, ist wie gesagt schade, weil eigentlich versuche ich ja immer einen Bauabschnitt fertig zu kriegen, aber dafür ist das einfach zu heftig. Zuck. Ja. Ist natürlich dann blöd, weil dann baue ich nächstes Mal weiter und dann muss ich erstmal wieder auspacken, aber es ist ja eigentlich egal, wann ich den nächsten Schritt auspacke. Also wie gesagt, das ist schon hier ganz, ganz nett. Wir haben hier, ne, wir haben hier die, das ist quasi die Lenkachse. Ich könnte mir vorstellen, dass unter dieses Zahnrad auch noch eine Lenkung kommt. Wir haben hier auf dieser Achse den Ausfahrmechanismus. Den müssen wir ja nochmal haben, weil es gibt ja vorne und hinten Ausfahrgeschichten. Genau. Gut. 7980, falls sich aus irgendeinem Grund die PDF, ich schließe, sie sich schließt, irgendjemand sie schließt. Guck hier nochmal kurz durch. Du gehörst dahin. Hier haben wir noch ein paar Pins. Hier haben wir noch eine Menge Zahnräder. Hier haben wir noch ein paar. Dass der übrig ist, lässt mich jetzt mal ganz, ganz entspannt zurück. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie was vergessen habe. Dafür funktioniert das viel zu gut, als dass ich irgendwas vergessen haben könnte. Aber diese Platte hier sieht echt aus. Seht ihr jetzt natürlich nicht. Die sieht echt abgefahren aus, wie sie die zusammenge... Und die hat ja nur den Sinn, die Ausfahrbeine an Ort und Stelle zu halten. Hallo? Fokus? Kamera? Schön. Bist auch schon ins Bett gegangen. Gut, wie gesagt, ich vermute mal, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Ich glaube doch, dass ich bin wieder angefixt, muss ich sagen. Ich habe wieder richtig Bock zu bauen. Und eigentlich lässt das hier die Gesamtsituation im Haus, lässt es auch wieder zu, dass ich hier baue. Deswegen bin ich mal guter Hoffnung. Wir sehen uns. Macht's gut.